Mario, ich habe deine Prinzessin. Halt's Maul, du Eidechse. Du, ja genau du. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Du blöde Schnepfe. Wow. Du bist böse. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du es nicht langsam satt, gefangen genommen zu werden? Du blöde Schlampe! Das war aber ein wenig. Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Ich als verdammter Klempner? Soll ich kurz rauchen? Ich habe so viele verfickte Schildkröten getötet. Mann, wenn ich nur noch einen sehe. Gott, beschissene Viecher! Die tun doch bloß ihren Job. Warte nur, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh! Du glaubst, ich bin fett? Das ist das letzte Mal! Das letzte scheiß verdammte Mal, dass ich deinen scheiß Arsch rette! Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Und, wann kämpfen wir? Wenn du unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheiß behinderten Bruder! Ich bin den ganzen Rotz hier leid! Fuck! Okay, wir packen ein paar Blöcke da oben hin und eine Grube genau hier unten. Das wäre schön. Und dann noch ein Fragezeichenblock mit 5 Münzen drinne. Das wäre okay, oder? Hey, vielleicht sollten wir hier noch eine Röhre hinsetzen. Ungefähr da. Wow, 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 wow. Ich bin hier der Level-Designer. Alles klar? Oh, ja. Entschuldigung, Sir. Hey, du da! Wie meinst du mich? Denkst du, das ist gut? Denkst du, dass es verfickt nochmal lustig ist? Die ganze Scheiße hier? Bei Jesus, warum bist du denn so sauer? Ist das wegen der Röhren? Die Rohre, die Gruben, die Motherfucker-Bohnenranke! Aber die Bohnenranke hilft dir, zu höheren Orten zu gelangen. Es sollten keine verdammte höheren Orte geben! Hey, ich lasse dir aber ganz viele Dinge hier. Zum Beispiel die Pilze oder die Feuerblume. Oh, vielen Dank! Ja, das ist wirklich eine Hilfe. Ich darf mit meinem Kopf gegen so einen scheiß Block springen, nur um einen Pilz zu kriegen, der wie Scheiße schmeckt und der mich nicht mal high macht! Aber wo soll ich sie denn sonst hin tun? Lass sie einfach auf den verfickten Boden liegen! Ist das denn so schwer, du kleine Schwuchtel? Okay, und was ist mit den Münzen? Ich meine, ich lege überall Geld für dich hin. Anstatt hier mir die ganzen Münzen hinzulegen, könntest du mir hier ein verdammtes Walmart aufbauen! Was soll ich denn für dich tun? Hör einfach auf! Ich weiß nicht, warum du darauf bestehst, mein Leben zur Hölle zu machen. Aber wenn ich über eine einzige weitere Grube springen muss, eine weitere Röhre rutschen muss oder eine weitere Bohnenranke hochklettern muss, dann werde ich höchstpersönlich deinen Scheißkopf abreißen und in deinen Hals reinscheißen. Haben wir uns verstanden? Junge! Ich, okay. Gut! Vielen Dank dafür, dass ihr mein verficktes Spiel spielt! Du dumme, gottverdammte Schlampe! Du und deine verfickte Periode! Du willst nur nicht ficken! Und ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht! Wenn du deine Tage hast, dann stecke ich ihn dir entweder in deinen süßen kleinen Mund oder schieb ihn in deinen Arsch! Wer verfickt nochmal? Oh, hello, Officers. Hey Mario, wie geht's? Hey Mario, was läuft so? Sorry, ich wurde anonym angerufen, weil es hier so einen Lärm gab. Ist bei euch alles okay? Oh ja, wir gucken die Sopranos und haben die Lautstärke etwas hochgedreht. Es tut mir leid. Oh, das ist eine gute Sendung. Gute Sendung, Mario. Die Sopranos sind klasse. Okay, wir wollten nicht stören, Mario. Bis später dann. Danke, dass ihr uns beschützt und für Gerechtigkeit sorgt. Verdammt, du Motherfucker! Komm sofort raus, du blauer Bastard! Hast du ein Problem mit dir? Hast du die verfickten Bullen gerufen? Da kannst du einen süßen Arsch drauf verwetten. Ich sorg dafür, dass du wegkommst, Mann. Ich bin zu groß in der Stadt! So verfickt groß! Das Einzige, was ich sehen kann, was dir zu fett ist, ist der Arsch deiner Frau. Hör auf, sie so respektlos zu behandeln! Sie hat ein Stoffwechselproblem! Sie hat gleich noch ein ganz anderes Problem, wenn ich rüberkomme und ihr volle Kanne in die Fresse schlage, Mann. Dann komm rüber! Bist du dir sicher, Mann? Willst du was davon? Willst du, dass ich rüberkomme und dir in die Weiberfresse schlage? Richtig, verdammt, ich will! Du willst doof in der Ecke stehen, Mann, und dabei zusehen, wie ich deiner Frau... Gewalt antue? Ich bin der, der seine Frau dabei zusieht, wie sie gefickt wird!
Okay, lass es uns machen. Komm rüber! Fick dich! Fick dich selbst! Schatz, ich bin zu Hause! Heilige Scheiße! Was für ein beschissener Scheißtag! Fuck! So eine gottverdammte Scheiße! Dieser Verfickte! Oh, du verdammter Hurensohn! Yoshi! Jetzt zieh dich nur an! Du verfressene Stück Scheiße! Warum musst du immer jeden Scheiß fressen, den du siehst? Jetzt muss ich die verkackte Prinzessin alleine retten! Mario, du musst uns helfen! Bowser hat... Ich weiß! Die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr, verfickten Idioten, seid so blöd, sie zu retten! Oh. Du musst nicht so gemein werden! Lutsch, mein Schwanz! Du verdammter, fetter Bastard! Ich hoffe, du kriegst so einen fetten Herzinfarkt, dass es deine ganze abgefuckte Familie umbringt! Oh, und jetzt musst du anfangen, hier hinzuscheißen. Warum solltest du auch aufstehen, hm? Fick dich! Scheißen wir doch einfach in Marios Vorgarten! Ist ja scheißegal! Weißt du was? Das könnte sogar Vorteile haben! Wenn ich diese blöde Schlampe nach Hause bringe, dann weiß ich ja, wo ich sie hinstecken kann! Hey Mario! Bowser hat die Prinzessin in... Ich weiß, du Wichscontainer!